Die Grenzen extremer Offroad-Performance neu setzen, das macht die neue Generation des Ford Ranger Raptors. Wahlweise mobilisieren ein 3,0-Liter Twin-Turbo EcoBoost V6-Benzinmotor mit 292 PS oder ein 2,0-Liter EcoBoost Biturbo Dieselmotor mit 210 PS den Riesen. Serienmäßig wird die Kraft über ein 10-Gang-Automatikgetriebe auf die Räder gebracht. Mit seinen frei wählbaren Fahrprogrammen 7 an der Zahl meistert der neue Ranger Raptor so gut wie alle Herausforderungen auf jeden Untergrund. Optisch ist der Ford Ranger Raptor betont robust gestaltet. Weit ausgestellte Radhäuser mit massiven 17 Zoll All-Terrain-Reifen. Muskulös wirken auch die robust ausgeführten Buchstaben Ford im Kühlergrill und der massiv separat gestaltete vordere Stoßfänger. Die Insassen genießen im neuen Ford Ranger Raptor ein großes Maß an sportlichem Komfort und modernster neuer Technologie. Der zentrale 12-Zoll-Bildschirm steuert die neuesten Kommunikations- und Entertainment-Systeme Ford Sync 4. Klang und Lautstärke lassen sich beim neuen Ford Ranger Raptor mit Hilfe des aktiven Auspuffsystems regeln. Wie fährt sich das Auto? Das Auto fährt sich super. Es hat, wenn man das genau anschauen würde von der Nähe, hat ein absolut tolles Fahrwerk, hat genug Leistung, hat eine Untersetzung, krabbelt praktisch jeden Hang rauf. Die Bodenfreiheit ist anständig und Beschleunigung sensationell im Gelände. Also einfach ein super Auto. Der neue Ford Ranger Raptor, ein ultimativer Offroad-Pickup, der bei artgerechter Haltung einfach richtig Spaß macht. Er hat aber auch seinen Preis. Rund 90.600 als Diesel und rund 105.500 als Benziner.